Über den langen hörnern sind seit längerem unzertrennlich. Der hinten ist unser normaler Zuchtziegenbock, der Elmer, der momentan in dem Einsatz ist. Und wir haben jetzt hier eine ganz tolle Möglichkeit, dass wir unsere Zuchtböcke auch mit zwischenparken können. Wenn sie gar nicht bei den Mädels sind, leben sie hier bei den Böcken in dieser Gruppe. Und er hat sich jetzt, also in Elvis, auserkoren als seinen speziellen Freund. Er hat sich da ein bisschen verliebt in Elvis, seine langen braunen Haare, und weicht ihm also nicht mehr von der Seite. Aber meine wahre Liebe gibt es scheinbar echt nur unter Männern. Da spricht man ja ein großes Wort gelassen aus. Und tatsächlich funktioniert wie mit einer Runde aus lauter Ziegenböcke. Wunderbar. Nein, das ist das Star in der Mannschaft. Und seitdem er diesen Trick kann, kriegt er auch kein Taschengeld mehr. Nur wenn wir der Automat leer. Das Gehege kommt bei den Besuchern einfach super, weil hier ist halt auch immer was los. Und die wechseln sich auch oft ab, also gerade auf der Walli. Über dieser Schwarzhalsziege, die da vorne steht, ist total verschmust und steht dann wirklich stundenlang vor dem Zuber und lässt sich bauen. Und das ist natürlich schön, wenn man auch mal was anfassen kann dazu. Also da vorne, bei dieser Schwarzhalsziege, da hat momentan ein Zöpfchen vorne dran. Und das haben wir gesehen, das war eine Schulklasse, das waren zwei Mädels, die sich da köstlich amüsiert haben, über Frisur zu machen. Ich finde es schön, wenn Kinder da einfach ein bisschen auch mit den Tieren was machen und den Balli schwitzen. In Sachen Frisur und Fellpflege wäre da nicht Elmar auch mal wieder dran? Nee, also das ist jetzt momentan